Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gespräche am runden Tisch in Ost-Berlin sind heute streckenweise in eine schwere Krise geraten. Ein drohendes Scheitern der Dialogrunde wurde jedoch abgewendet. Die Vertreter der alten Parteien und der neuen Opposition vertagten sich am Nachmittag vorzeitig auf den kommenden Montag. Dann und nicht wie ursprünglich geplant am 29. Januar soll die Regierung einen Bericht über die Sicherheitslage geben. Die bisherigen Regierungsauskünfte dazu wurden als völlig unzureichend empfunden. Von Anfang an stand der runde Tisch unter keinem guten Stern. Vor allem bei der Opposition hatte sich in den vergangenen Tagen so viel an Misstrauen gegenüber der Regierung, aber auch den DDR-Medien aufgebaut, dass es eines Kraftaktes gerade beim Thema innere Sicherheit bedurft hätte, um die Bombe nicht zum Platzen zu bringen. Was die beiden Regierungsvertreter dann zum Thema Auflösung der Staatssicherheit zu sagen hatten, hinterließ nicht nur bei der Opposition pures Entsetzen, sondern auch bei den Vertretern der DDR-Koalitionsregierung. Etwas präziser wurden die Regierungsvertreter nur beim Thema Entwaffnung der Staatssicherheit. Dass erstens die Waffen unverzüglich einzuziehen und bis zum Abtransport durch die deutsche Volkspolizei so aufzubewahren sind, dass ein selbstständiger Zugriff durch ehemalige Angehörige dieses Organs ausgeschlossen ist. Das war's dann aber auch. Keine genauen Angaben zur Auflösung der alten Befehlsstruktur der Staatssicherheit, keine Angaben zu den notwendigen Kontrollmechanismen, nicht einmal zum zentralen Datenspeicher wusste man Genaues zu sagen. Die Opposition bat um Unterbrechung der Sitzung und beriet sich. Das Ergebnis: bis 16 Uhr sollten Ministerpräsident Modrow sowie der Generalstaatsanwalt und der Innenminister vor dem Gremium erscheinen. Den Regierungsvertretern wurde das Misstrauen ausgesprochen. Da sie nicht in der Lage waren, die von uns im Interesse der Bevölkerung gestellten Fragen zu beantworten. Schließlich, Ministerpräsident Modrow konnte nicht kommen, er war in Sofia. Auch für die anderen Geladenen galt kein Erscheinen möglich. Noch ein Hin und Her zur Geschäftsordnung, dann verabschiedete sich die Runde für heute. Nach dreiwöchiger Pause haben heute Abend in Leipzig wieder einige 10.000 Menschen an der traditionellen Montagsdemonstration teilgenommen. In Agenturberichten ist von bis zu 100.000 Teilnehmern die Rede, während die Nachrichtenagentur ADN lediglich eine Zahl von 30.000 bis 40.000 Demonstranten nannte. Die klare Mehrheit der etwa 150.000 unterstützt zwei Ziele, die Entmachtung der SED und die Wiedervereinigung. Diejenigen, die noch vor wenigen Wochen für eine souveräne DDR auf die Straße gingen, sind in die Minderheit geraten. Nur noch sehr wenige Transparente fordern die Eigenständigkeit der anderen deutschen Republik. Schwarz-rot-goldene Fahnen und Sprechchöre wie »Wir sind Deutsche« oder »Deutschland einig Vaterland« beherrschen die Szene. Allerdings ist die Zahl der Demonstranten im Vergleich zu den Glanzzeiten im Herbst deutlich zurückgegangen. Anti-SED-Parolen vereinen so gut wie alle. Sie fordern den Rücktritt von SED-Chef Gysi und skandieren immer wieder SED, das tut weh oder einfach nieder mit der SED. Dies entspricht einer weit verbreiteten Stimmung in der Bevölkerung. Empörung hat sich breit gemacht, dass die Restauration die Revolution zu überlagern beginnt. Alte Tabus seien zwar gefallen, nicht aber die alten Strukturen. Die SED halte nach wie vor alle Fäden in der Hand, sei dabei das Volk, um die Früchte der Umwälzung zu betrügen. Und die Opposition verfüge nur über unzureichende Mittel, sich Gehör zu verschaffen. Selbst Ministerpräsident Modrow, populärster SED-Politiker, wird gelegentlich zum Rücktritt aufgefordert. Der Ton ist deutlich aggressiver geworden. Die großen Honeckers, heißt es, haben wir verjagt, die kleinen sind geblieben, sitzen noch in der Regierung, in den Amtsstuben der Provinz und in den Medien. Wenn die Stimmung in Leipzig die im Lande widerspiegelt, dann kommen auf die SED schwere Zeiten zu. Die ehemalige Staatspartei genießt auch in ihrer gewandelten Form keinerlei Sympathien. Das gilt zumindest für Leipzig. In der Bonner Regierungskoalition gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Abschluss einer baldigen Vertragsgemeinschaft mit der DDR. Bundeskanzler Kohl hat unter bestimmten Voraussetzungen eine solche Übereinkunft mit der Regierung Modrow noch vor der geplanten Volkskammerwahl am 6. Mai in Aussicht gestellt. Doch dagegen ist jetzt die FDP-Führung.
Einhellig sprach sich heute das Parteipräsidium der Liberalen dafür aus, eine deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft erst nach dem 6. Mai mit einer demokratisch gewählten DDR-Regierung und einer demokratisch gewählten Volkskammer zu besiegeln. FDP-Chef Lambsdorff erklärte, persönlich sei er auch dafür, den bevorstehenden Besuch von Ministerpräsident Modrow in der Bundesrepublik abzusagen. Dies aber steht für die Bundesregierung nicht zur Debatte, wie Kanzleramtsminister Seiters am Abend betonte. Zugleich unterstrich er, dass die vorgesehene Vertragsgemeinschaft nur bei breiter Zustimmung aller politischen Kräfte in der DDR möglich sei. Die Bundesregierung sei besorgt darüber, dass sich in der DDR die Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition zuspitzten. Noch in diesem Monat will Seiters erneut nach Ost-Berlin reisen, um die offensichtliche Benachteiligung der neuen Parteien zur Sprache zu bringen. Für eine deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft sprachen sich heute in Bonn Vertreter der DDR-Sozialdemokraten, der SDP, am Rande eines Treffens mit SPD-Mitgliedern aus. Ich würde es gut sehen, wenn was Konkretes zustande kommt. Ich glaube nicht, dass das nur der SED und PDS, also SED-PDS dann zugutekommt. Über Technologie wollten sie reden, aber die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Opposition war dennoch ein Thema, aus gegebenem Anlass. Offenkundig nutzt die SED rücksichtslos ihre Position, die sie gegenwärtig noch hat, und verhindert hier notwendige Chancengleichheit, was natürlich unverzichtbar notwendig ist, auch im Hinblick auf den bevorstehenden Wahltermin am 6. Mai. Ort des Treffens von sozialdemokratischen Energieexperten Ost mit sozialdemokratischen Energieexperten West, das Braunkohlerevier unweit von Köln. Vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Anlagen wird Zukünftiges besprochen. Während die SED allem Anschein nach noch auf die Kernenergie setzt, heißt das sozialdemokratische Energierezept: Wir müssen versuchen, oder wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Braunkohlenproduktion in den Tagebauen in 10 Jahren um die Hälfte zu drosseln. Ausstieg trotz allem aus der Kernenergie langfristig durchzusetzen und dadurch auf einen Mix unterschiedlicher Energieformen zu setzen. Die Braunkohle deckt bis zu 80% des Energiebedarfs in der DDR und ist umweltpolitisches Sorgenkind Nummer 1. Die Dreckschleudern müssen dringend umgerüstet werden. Insgesamt schätze ich, dass der Investitionsbedarf zur ökologischen Umstrukturierung der Energieversorgung der DDR sich auf 150 bis 200 Milliarden D-Mark beläuft. Daran müsste sich die Bundesrepublik beteiligen, schon im Eigeninteresse. Denn gefährliche Emissionen kennen keine Grenzen. Die DDR hat dem Vorsitzenden der Republikaner Schönhuber heute die Einreise nach Ost-Berlin verweigert. Nach Angaben seiner Partei wollte er als Mitglied des Europaparlaments mit einem Diplomatenpass am Potsdamer Platz die Sektorengrenze überqueren. Als Begründung für die Zurückweisung sei ihm faschistische Tätigkeit genannt worden. Schönhuber sprach von einer absurden Behauptung und einem skandalösen Vorgang. Die geplante neue Schnellbahnstrecke Berlin-Hannover soll nach den Plänen der Bundesregierung auf der Nordtrasse über Stendal führen. Dazu sollen neben den schon bestehenden Gleisen 2 neue Gleisstrecken gebaut werden, die Geschwindigkeiten von mehr 200 Stundenkilometern erlauben. Dies sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein Ausbaumodell vor, über das zwischen Bonn und Ost-Berlin verhandelt werde. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums sei die DDR grundsätzlich bereit, den auf rund 3 Milliarden Mark veranschlagten Bau der Schnellbahnverbindung einem Generalunternehmer aus der Bundesrepublik zu übertragen. Traditioneller Neujahrsempfang in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Bundespräsident von Weizsäcker nahm hier heute die Glückwünsche zum neuen Jahr entgegen. 150 Prominente aus Politik, Arbeitsleben und Kultur defilierten am Bundespräsidenten und seiner Frau vorbei. Außer Vertretern der Kirche, der Wohlfahrtsverbände und Ausländern aus 12 Nationen hatte von Weizsäcker auch 31 Bürger eingeladen, die sich durch private Initiativen um das Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Die meisten von ihnen kümmern sich ehrenamtlich um kranke oder benachteiligte Menschen. Zum Abschluss gab es einen Empfang für die Bundesregierung und das Präsidium des Bundestages. Eine klare Absage hat Bundesinnenminister Schäuble allen Bestrebungen erteilt, mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt das Berufsbeamtentum abzuschaffen. Vielmehr sollte das Beamtentum als Grundlage für Demokratie und Rechtsstaat gestärkt werden. Auf einer Tagung des Deutschen Beamtenbundes in Bad Kissingen sagte Schäuble, die Freizügigkeit der europäischen Bürger stünde dem nicht entgegen. Schon heute seien allein in der Bundesverwaltung über 11.000 Ausländer aus EG-Ländern tätig.
Unter bestimmten Voraussetzungen könnten sie auch Beamte werden. Die Nationalisten in Bulgarien wollen vorerst nicht weiter dagegen demonstrieren, dass die türkische Minderheit im Lande einige ihrer Bürgerrechte wiedererhalten hat. Sie wollen zunächst abwarten, ob der Nationalitätenstreit in Gesprächen gelöst werden kann. Dazu ist eine Kommission gebildet worden, der Vertreter aller Gruppierungen angehören. Die neue Führung in Sofia hatte es den rund 1,5 Millionen türkischsprachigen Bulgaren wieder gestattet, ihre alten Familiennamen zu führen und ihre Religion auszuüben. Die Nationalisten hatten dagegen protestiert. Die rumänische Übergangsregierung hat im ganzen Land Sondergerichte bilden lassen, von denen Anhänger des gestürzten Diktators Ceausescu abgeurteilt werden sollen. Das gilt vor allem für Mitglieder der gefürchteten Geheimpolizei Securitate. Der erste Prozess begann heute in Hermannstadt. Laut Radio Bukarest werden die Angeklagten aufgrund der gültigen Gesetze abgeurteilt. Doch sei die Todesstrafe abgeschafft. In Ungarn sind heute die Preise drastisch erhöht worden. Brot ist um ein Viertel, Fleisch um ein Drittel teurer geworden und Milch kostet jetzt rund 40% mehr. Eine zweite Preiswelle kommt im Februar. Dann steigen vor allem die Mieten und die Fahrpreise. Ungarn ist vom Internationalen Währungsfonds aufgefordert worden, Subventionen abzubauen. Dies ist Vorbedingung für neue Kredite. Die Teuerungswelle trifft ein Land, in dem der Lebensstandard seit Jahren sinkt. Amtlichen Angaben zufolge lebt jeder fünfte Bürger Ungarns unter der Armutsgrenze. Proteste hat in Kolumbien der amerikanische Plan ausgelöst, im Kampf gegen die Drogenschmuggler vor der kolumbianischen Küste auch Kriegsschiffe auffahren zu lassen. In Bogotá ging Präsident Barco auf Distanz zu den USA. Kolumbien werde sich an keinen gemeinsamen Operationen mit der US-Marine in der Karibik beteiligen. Auch würden keine Aktionen der USA in kolumbianischen Hoheitsgewässern gestattet. Der Sicherheitsberater von Präsident Bush, Scowcroft, erklärte inzwischen, wenn die Vereinigten Staaten irgendetwas unternehmen würden, dann nur in Absprache mit den Ländern der Region. Im Bundesgebiet sind gefälschte 50-Markscheine im Umlauf. Die Falschgeldstelle der Bundesbank in Frankfurt hat bisher 250 Blüten aus dem Verkehr gezogen. Das Druckbild der falschen 50er oben zu sehen ist schwächer. Das Wasserzeichen ist bei den Blüten nur aufgedruckt und es fehlt ihnen der dünne Sicherheitsfaden aus Nylon. Die Fälschungen wirken rötlicher als die Originale. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass es für Falschgeld keinen Ersatz gibt. Von den Fälschern fehlt bisher jede Spur. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 9. Januar. Ein schmales Wolkenband erstreckt sich über den Ärmelkanal und die Nordseeküste, wird über dem norddeutschen Tiefland breiter und überdeckt weite Teile der Ostsee und des Baltikums. Es gehört zu einem über dem norddeutschen Tiefland angelangten Tiefausläufer. Er ist nur schwach ausgeprägt und zieht rasch nach Südosteuropa ab. Ein vom Atlantik her zügig nachfolgendes Frontensystem greift im Laufe des Dienstags auf das Küstengebiet über und führt in den Norden etwas mildere Meeresluft. Das übrige Deutschland verbleibt unter Hochdruckeinfluss in einer feuchtkalten Grundschicht. Die Vorhersage für morgen. Im norddeutschen Tiefland überwiegend stark bewölkt und zeitweise leichter Regen. Sonst stark bewölkt oder neblig trüb, aber nur vereinzelt etwas Schneefall. Vor allem in den höheren Lagen sowie im Alpenvorland örtlich sonnige Abschnitte. Tiefsttemperaturen zwischen plus 2 Grad im Nordwesten und minus 6 Grad im Südosten. In Bayern bei örtlichem Aufklaren bis minus 15 Grad. Tageshöchsttemperaturen im Norden um plus 4, sonst plus 2 bis minus 3 Grad. Schwachwindig, im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten, am Mittwoch wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin die Protestaktionen in Leipzig sowie die Querelen am runden Tisch. Im Interview DDR-Autorin Monika Maron.